Hey, es ist Eugene von Supportnet. Heute schauen wir uns das Creative D100 an. Das ist die Retail-Verpackung, also so kriegt ihr das Gerät auch im Laden. Das Besondere an dem D100 ist, dass ihr über Bluetooth, also schnurlos, Musik auf die Lautsprecher übertragen könnt, um unterwegs oder wo auch immer ihr seid, Musik zu hören. Das Gerät läuft über einen Netzstecker oder über Akkus oder über, besser gesagt, über Batterien, die ihr in das Gerät einbauen könnt. Wenn wir uns das Gerät nun mal einmal anschauen, sehen wir hier, wie gesagt, die Retail-Verpackung. Wir öffnen die einfach einmal. Habt ihr hier dafür eine Lasche? Oh, ein paar Kleber. Genau. Da haben wir zum einen die Beschreibungsanleitung zum Gerät. Hier sind mehrere, also verschiedene Sprachen. Schnellstartanleitung etc. Die sind mit in der Verpackung mit beigelegt. Machen wir weiter. Da haben wir hier links den Netzstecker mit verschiedenen Aufsätzen für die Steckdosen verschiedener Länder. Genau. Das ist für Deutschland geeignet. Können wir gleich mal verbinden. Es klickt rein und schon ist es fest. Geht nur in eine Richtung. So soll es sein. Genau. Nun kommen wir zum Herzstück der Verpackung, das D100 von Creative. Schauen wir mal, wie packen wir das aus? Ja, kommt, das bewegt sich schon. Und da kommt es raus. Ups, nicht so laut. Wenn wir mal kurz die Verpackung zur Seite schieben, sehen wir, wie gesagt, hier das Creative D100 Lautsprechersystem. Wir sehen, hier vorne hat es eine Bluetooth-Taste, das Creative-Logo, eine Kontroll-LED und eine Laut- und Leise-Taste. Die ist vorne in die Front eingearbeitet. Wir haben hier ein schön geschwungenes Design in dem ganzen ovalen Design. Drehen wir es mal um. Also oben und unten gibt es keine extra Tasten. Wenn wir jetzt auf den Rücken drehen, sehen wir zum einen die Außen-An-Taste, die ist hier links. Wir können mal kurz die Folie abnehmen. Die Außen-Ein-Taste, die hier links ist. Dann haben wir einen Aux-In-Eingang, das heißt, ihr könnt noch andere Geräte anschließen, also die nicht über Bluetooth verfügen. Dann haben wir hier einen Netzteilanschluss für das beigelegte Netzteil. Das war es schon an den Anschlüssen. Insgesamt ein sehr kompaktes Gerät. Insgesamt auch ein schönes Design. Wichtig ist noch zu wissen, dass hier unten die Batterien hineinkommen können. Das heißt, wenn wir mal aufmachen, könnt ihr hier 4 AA-Batterien einstecken, um damit das Gerät unterwegs zu betreiben. Das heißt, dann braucht ihr keinen Netzanschluss mehr und könnt über die Batterien das Gerät plus Bluetooth, das heißt wirklich frei in den Raum stellen und Musik hören. Dann können wir nochmal zumachen. Geht recht einfach zuzumachen. Ja, das war das Unboxing zum Creative D100. Wir haben das Creative D100 nochmal mit dem Creative D200 verglichen oder besser gesagt nochmal einen kleinen Test zwischen den beiden gemacht. Ein Anschluss von dem D100 mit einem Smartphone für euch mal gemacht, um damit ihr mal sehen könnt, wie das Ganze funktioniert. Und noch andere Videos zu externen Lautsprechern gemacht. Schaut einfach unseren Kanal nach, kommentiert hier drunter vielleicht sogar gleich oder abonniert unseren Kanal.
Ich sage erstmal ciao und auf Wiedersehen.